Also ihr seid eine liebe Familie. Wie nenne ich euch? Eine gefällig dynamische fränkische Provinzgemeinde. Das soll ein Kompliment sein. Und ich habe euch gern. Und weil ich euch gern habe, habe ich gestern ein wenig aus meinem Herzen heraus einiges gesagt zu dem Thema, was mich mehr bewegt als alles andere. Ich habe versucht, meinen Zugang zu dem Heiligen Geist ein wenig zu erklären und auch warum er mir und ich meine für uns alle extrem wichtig ist. Und heute will ich diesen Zugang zu ihm euch ermöglichen oder nahe bringen oder werben dafür, indem ich sage, weswegen Jesus ihn uns so sehr ans Herz gelegt hat und wie er uns den Zugang zu ihm verschafft hat. Und dazu lese ich eine Schriftstelle aus Johannes 16, Vers 12. Da sagt Jesus: Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Also hier sagt Jesus etwas Erstaunliches. Vom Wortklang dürften die allermeisten oder gar alle das kennen, dass er sagt, ich gehe. Und übrigens in diesen drei Kapiteln, Johannes 14, 15 und 16, sagt er 8-mal, dass er geht, dass es gut ist für uns, sogar nützlich. Denn dadurch kann er und der Vater sie gemeinsam also den Heiligen Geist senden. Und er geht wirklich, sagt Jesus. Er geht tatsächlich, er ist bei uns, im Glauben unter uns, aber in der unsichtbaren Realität ist der Heilige Geist da. Und der Heilige Geist hat also wirklich die Funktion, dass er als ein von Vater und von Jesus abgesandter Heiliger Geist bei uns sein soll und bleiben will. Einmal eingeladen, bleibt er immer bei uns. Auch wenn er von uns kaum zur Kenntnis genommen wird, auch von uns Charismatikern und Pfingstern vielleicht so im Alltag wenig anerkannt, wenig gesucht, wenig beansprucht, wenig geliebt wird, aber er bleibt bei uns. Er wird sich dann irgendwo verkrümeln in irgendeiner Ecke unseres Lebens, unserer Person, unserer Seele, aber er steht zu uns. Und dieser Heilige Geist hat also eine ganz wichtige Aufgabe in dieser Zeit zwischen jetzt, genau genommen vor 2000 Jahren, und der Wiederkunft des Herrn, soll er gleichsam den Herrn vertreten. Mehr als das, er soll den Herrn verherrlichen, er soll auf ihn hinweisen, er soll ihn verdeutlichen. Er ist insofern jener Teil der göttlichen Dreieinigkeit, der uns in dieser Zeit besonders nahe steht. Ohne dass ich provozieren will, muss ich sagen, er ist uns näher als Jesus. Aber wirklich nur näher, nicht größer, nicht gewichtiger, nicht bedeutender, ganz und gar nicht, sondern nur näher. Und seine Aufgabe ist, uns zu verdeutlichen, wer der Herr wirklich ist und was er gemacht hat. Und es heißt hier, dass er uns in alle Wahrheit führen will und nicht zur Wahrheit, sondern in die Wahrheit. Und die Wahrheit schlechthin ist Jesus mit all dem, was er gesagt, was er getan hat. Und nun will der Heilige Geist uns in Jesus hineinführen, damit wir ihn wirklich verstehen und voll erfassen und voll von ihm begeistert sind und ihn erleben. Wenn man das so sieht, muss man keine Angst haben, dass wir im Rahmen einer gesunden Lehre und Praxis des Heiligen Geistes irgendwie den Heiligen Geist, den Herrn Jesus entmachten und seine Vorrangigkeit in Frage stellen.
Ganz im Gegenteil. Er sorgt dafür, dass wir Jesus besser erleben können, erfahren können. Und er sagt hier, der Herr sagt hier etwas ganz Eigenartiges. Er sagt, ich kann nicht alles, genau genommen, ich kann vieles nicht euch mitteilen. Steht wirklich da, habe ich gerade vorgelesen, weil ihr es nicht tragen könnt in der damaligen Verfassung. Und die Verfassung haben wir heute auch, wenn bestimmte Voraussetzungen nicht erfolgen, die uns eben der Heilige Geist gibt. Dieses Wort, wir können nicht alles tragen, ist sehr vielschichtig. Es meint, wir können nicht alles fassen, wir können nicht alles verstehen, wir können nicht alles auf uns nehmen, abnehmen und haben, und auch meint es, dass wir nicht alles ertragen können. Das ist eine sonderbare Formulierung. Und der Heilige Geist will nun dafür sorgen, dass wir nicht nur mehr verstehen, so ganz, ganz nah an Jesus herangerückt werden und unsere innere Anschauung, unser subjektives Erleben bestimmt und erfüllt wird von der Gegenwart Jesu, sondern er will uns auch in einen Zustand hineinführen, dass wir die Kostbarkeiten von Jesus alle ergreifen und uns dabei nicht überheben. Ich denke, ich werde am Ende dieser Predigt noch einmal darauf zurückkommen. Und wir brauchen diese Lehre, diese Mithilfe vom Heiligen Geist, dass er uns in die Wahrheit hineinführt, im Anbetracht der Situation um uns und in uns, um uns als Gemeinde und in den Reihen unserer Gemeinden. Die soziorreligiöse Gesamtsituation in der westlichen Welt ist von der Art, dass die humanistischen Gedanken und Kräfte und Tendenzen übermäßig stark werden und dass so die letzte Erscheinungsform des Humanismus, der ja eine Art übergeordnetes Philosophiesystem ist, der postmoderne Mensch oder die Postmoderne überhaupt, dass diese alle Dinge in Frage stellen, die was mit Wahrheit zu tun haben, mit absoluten Werten, mit Hingabe, mit einer inneren Verpflichtung, all das wird in Frage gestellt. Und so haben wir eine sonderbare Situation in der westlichen Welt, die auch ganz gewiss hier im Frankenland schon längst angekommen sein dürfte, dass der Mensch in seiner postmodernen Gesinnung nur noch darauf achtet, inwieweit er authentisch leben kann. Das ist so ein Stichwort, ein Schlagwort der Postmodernen und meint einfach, dass sie in Übereinstimmung mit ihrem Ich-Gefühl leben. Und dass alles, was gut und ist und Spaß macht und sie erfreut, das ist wichtig. Begegnungen, Gespräche, Entwicklungen, vielleicht Beziehungen. Aber sie haben alle mehr oder weniger, die gesamte Gesellschaft, eine Tendenz der Preisgabe von Wahrheiten und Hingabe und der inneren Verpflichtung für Werte. Und das erleben wir auch in der Gemeinde. In unseren Gemeinden, eigentlich überall, erleben wir eine Abnahme von Engagement, von Leidenschaft und Passion für Jesus und für sein Werk und für sein Reich. Das äußert sich an vielen, vielen Stellen, dass viele Menschen unsere Gemeinden verlassen, zumal und überwiegend in den Großstädten, aber sicherlich auch in ländlichen Gegenden, dass es eine Gemeinde gibt im Untergrund, die in vielen Städten die allergrößte ist, größer als alle sichtbaren. Leute, die noch irgendwie an Gott und an Jesus glauben, aber auf ihre Art und Weise, die abgerückt sind von den fundamentalen Werten und Wahrheiten und die auch keine wirklich tragfähige, lebendige Beziehung zu Jesus haben, die ihn noch anerkennen und auch sicherlich immer wieder mal zu ihm beten, aber ansonsten auf Distanz gehen. Und eine Gemeinde in dieser Verfassung soll nun ihre Umwelt mit deren
philosophisch-humanistischen Prägung erreichen wollen. Und das geht nicht. So nehmen viele, viele Gemeinden ab und einige strampeln und können so einigermaßen ihr Niveau halten und andere leben ganz gesund, aber sie können nicht ihre Umwelt, die Gesellschaft erreichen und kommen nicht zu den Randgruppen an. Und so verkommen wir mehr und mehr zu niedlichen, harmlosen Mittelklassegemeinden, die nichts erschüttern können und die ihren eigenen Weg gehen, irgendwo am Rande der Gesellschaft. Und die Menschen kümmern sich nicht um uns, wir sind eigentlich für sie nicht da. Und in dieser Situation will der Heilige Geist uns helfen. Ohne ihn haben wir keine Chance einzubrechen in die Gesellschaft und Menschen zu Hunderten oder zu Tausenden hinzuführen zu Jesus. Zu Zeiten Jesu oder genau genommen auch danach, nachdem Jesus gestorben und auferstanden war, waren die Verhältnisse auch schwierig. Sie waren anders als die gegenwärtigen. Es herrschte damals eine ganz starke Gesetzlichkeit. Und die Gesetzlichkeit ist mit die stärkste negative Kraft, die sich gegen das Evangelium richtet, weil sie die Gnade praktisch in Frage stellt. Und die damalige Gesellschaft war völlig durchdrungen davon, plus einem anderen Ziel, nämlich einem politischen Ziel, Befreiung von der römischen Zwangsherrschaft oder Fremdherrschaft. Das waren die beiden wichtigsten Kräfte. Und dann waren schon die damaligen Menschen nicht unbegabt in der Fähigkeit, ganz starke Erfahrungen, die sie gemacht haben, etwa mit Jesus, als er noch gelebt hatte, dann einfach zu vergessen und abzuschütteln und dann Jesus ans Kreuz zu nageln und nachher ihn einfach zu vergessen. Da haben sie erhebliche Ähnlichkeiten in ihrer Einstellung zu dem, wie wir heute denken. Und wisst ihr was? Als dann der Heilige Geist kam, war das alles schlagartig verändert. Und ich will mit ganz wenigen Strichen und wenigen Minuten euch die Szenerie einmal darstellen, die sich damals ergeben hat, mit der unverhohlenen Absicht, euch zu ködern und das Wasser in eurem geistlichen Mund zusammenlaufen zu lassen, damit ihr nämlich sehen könnt, was möglich ist mit der Gemeinde Jesu. Zurzeit sind wir, wie eben das dargelegt habe, und das ist meine ehrliche Überzeugung, die ich ununterbrochen sehe bei uns in Berlin und überall, wo ich hinreise, zurzeit sind wir eine zu vernachlässigende Minderheit, treten nicht in der Gesellschaft in Erscheinung, haben keinen Platz in den Medien und haben keine Kraft, um irgendwas zu verändern. Zurzeit noch. Aber das soll sich ändern. Und wie sich das damals in Jerusalem geändert hat, das will ich euch kurz erklären. Das ist schon bemerkenswert. Man kommt gar nicht darauf, wenn man nicht ausdrücklich darauf achtet. Also in der ebenso geschilderten gesellschaftlichen Situation der damaligen Welt kam der Heilige Geist hinein. Er kam, nachdem er angekündigt war, und die Jünger, anfangs waren sie 20, dann wurden sie mehr, und am Schluss waren sie 120, die zusammen waren in dem Obergemach, wie es so heißt, und gebetet haben in Einmütigkeit und gewartet haben auf ihn. Und dann kam er. Und die Bedingungen, wie er gekommen ist, die sind schon außergewöhnlich. Da waren sie also zusammen, die 120, und dann hat der Heilige Geist die Leute eingeladen. Sie kamen zum Teil durch das, was sie gehört haben an Geräuschen, was sich da vollzogen hat in der Umgebung dieses Hauses, wo sie zusammen waren. Und sie kamen zu Tausenden. Und es gab keine Botschaft, es gab keine Erklärung, es gab keine Medien, es gab keine Einladung. Der Heilige Geist hat sie selbst geholt, erstaunlicherweise. Was sich in den letzten Jahrzehnten einige Male wiederholt hat, dass dann, wenn der Heilige Geist kommt, ohne irgendwelche Informationen, die Menschen zu Hunderten oder zu Tausenden kommen. Einfach kommen, sie werden gezogen. Ich erinnere mich an ein Beispiel,
an ein Beispiel aus Neuseeland, von dem ich vor einiger Zeit gehört habe, als ich mit einem Pastor von dort zugegen war und als bei ihnen eines Tages der Heilige Geist in ihrer Pfingstgemeinde erschien, war das so, dass zu dem Zeitpunkt, als der Heilige Geist kam und sie überraschte, die Menschen von der Umgebung ohne Kenntnis der Hintergründe einfach hereinströmten. Und bevor das geschehen war, haben andere, die hunderte von Kilometern entfernt waren, sich morgens unter dem sonderbaren Eindruck ausgesprochen, an diesem Morgen dort erscheinen zu müssen, auf den Weg gemacht und landeten dann am Morgen in der Gemeinde. Und als der Heilige Geist kam, waren sie allein schon dadurch doppelt so stark wie sonst. Das hat der Heilige Geist so an sich. Er ist ein hervorragender Kommunikator und kann durch keine Künste geschlagen werden, die wir, was Kommunikation anlangt, haben. Er holt die Menschen. Übrigens in Klammern, was nicht besagen soll, dass wir nicht den Auftrag haben, Leute reinzuladen, ganz und gar nicht. So darf ich nicht missverstanden werden. Aber ich wollte euch sagen, da gibt es eine herrliche Kooperation zwischen ihm und uns. Wenn er da ist, werden wir gemeinsam einladen. Klammer zu. Und nun ging es weiter. Dann hat also der Petrus eine Predigt gehalten, die erschwert wurde durch den Eindruck der Menschen, dass die da alle betrunken waren. Die müssen sich ein wenig unkoordiniert oder ataktisch verhalten haben, nicht nur in fremden Sprachen gesprochen haben. Das war ja kein Grund, ihnen vorzuwerfen, dass sie zu viel getrunken haben, sondern sie haben sich sonderbar bewegt. Die Bibel nennt das Erweisung des Heiligen Geistes unter uns. Und unter diesen Umständen hat er seine Predigt begonnen und er hat sonderbar gepredigt. Wir finden ja so die Kernsätze seiner Predigt in der Pfingstbegebenheit. Wenn man sie durchliest, dann kann man sagen, das war schon ganz schön wichtig und interessant, aber hatte keinerlei evangelistischen Appeal gehabt. Ja. Da war wenig drin, fast nichts, was sie abgeholt hätte. Im Gegenteil, da gab es einige Passagen, die ausgesprochen garstig waren und ausladend waren, aber er hat sie gebracht. Ja. Und dann am Ende seiner Predigt waren die Leute sonderbar angerührt und aufgerührt. Und das heißt dort, das Wort hat ihr Herz durchbohrt, nicht nur berührt, sondern durchbohrt. Und sie hatten zu Tausenden den kollektiven Eindruck, es muss etwas geschehen. Aber was sollen wir nur machen? Wir spüren deutlich, es muss etwas geschehen. Und sie haben also dann dem Eindruck, dass die Predigt nicht sehr evangelistisch war, eine Krone aufgesetzt, indem sie hochgerufen haben. Nun sag mal, Petrus, was sollen wir im Anbetracht dieser Verkündigung tun? Irgendwas muss geschehen. Der hat also eine Predigt gehalten, ohne am Ende einen Hinweis zu geben, wie man darauf reagieren soll. Das ist eine evangelistische Katastrophe. Absolut, müsst ihr zugeben. Könnt das alles nachlesen, ich übertreibe nicht. Und daraufhin hat eben dann der Petrus gesagt, sie sollen Buße tun und dann werden sie von Jesus angenommen und dann wird der Heilige Geist auf sie kommen. Und das geschah auch. Und kaum, dass das geschah, waren sie zusammen und waren auf einem extremen Niveau von Kenntnis und Einsicht und Hingabe und Gehorsam. Diese nächsten Verse, die uns beschreiben, dass sie zusammenkamen in ihren Häusern, dass sie gemeinsam gegessen haben, dass sie so viel Liebe zueinander hatten, dass sie sogar Sachen und Häuser verkauft haben, damit kein Mangel da ist, dass sie beständig im Gebet waren und dass sie ausgesprochen der Leiterschaft untertan waren, indem sie mit Freuden die Lehre entgegengenommen haben von den Aposteln. All das geschah. Und zwar von null auf den nächsten Augenblick. Das ist gewaltig. Unser eins, ich rede von uns Pastoren, wir müssen uns den Mund vorsichtig reden, um die Gemeinde zu irgendwelchen Fortschritten oder Schritten zu bewegen. Und es gelingt uns auch zum Teil, aber mit viel, viel Aufwand. Aber wenn der Heilige Geist kommt, der wird uns wirklich in alle Wahrheit leiten. Und das heißt an einer anderen Stelle, dass wir uns nicht gegenseitig belehren müssen, obwohl es komisch klingt, aber ich will weiter zitieren, weil der Heilige Geist die Kleinen und die Großen alle jeweils selbst hineinführt in die Grundwahrheiten
unseres Glaubens. Gemeint ist wohl das, dass der Heilige Geist das, was eben doch auch durch die geistliche Leiterschaft gesagt wird, so zuspitzt, so mit Gewicht und mit Kraft und der Fähigkeit, uns zu berühren und zu verändern, ausstattet, dass die entscheidende Lehre und der entscheidende Beitrag wirklich von ihm kommt. Und ihr Lieben, das ist also die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Und so müssen wir sehen, wie wir dahin kommen. Wir sollen nach dem Wort des Herrn erleben, dass der Heilige Geist die Hauptaufgabe übernimmt. Er wird dabei immer uns Menschen anstellen. Er hat eine immense Menschenbezogenheit, eine große Liebe zu den Menschen. Er wird nie alleine vom Himmel fallen und irgendetwas sagen, sondern immer über Menschen wirken. Und so können wir davon ausgehen, dass er auch uns alle hier gebraucht, wenn wir uns von ihm gebrauchen lassen. Also, der Heilige Geist ist zu uns gekommen. Wir lehren die Taufe vom Heiligen Geist, die zu der Fähigkeit führt, in Sprachen zu beten, anzubeten und auch dabei uns selbst zu erbauen und auf diesem Wege über das Verfahren der Auslegung dann auch andere Menschen zu bereichern. Und nun will ich das ein wenig erklären, was dabei eigentlich geschieht. Und dann nachher kommt der Hauptteil der Verkündigung, der bewirken soll, dass ich euch vermittle, wie man in diese neue Lebens- und Glaubenswirklichkeit hineinkommt. Also, der Heilige Geist bleibt bei uns und er redet von Jesus. Und das, ihr Lieben, wird uns im 2. Korintherbrief, nicht nur dort, auch an einer anderen Stelle und insgesamt an vielen Stellen näher gebracht, wie er mit uns sich verbindet und unsere Gemeinschaft sucht und uns bereichern will. Und immer mit der Zielsetzung, dass dabei Jesus verherrlicht wird. Ich hatte gestern fast beiläufig erwähnt, wie ich meinen ersten Kontakt mit diesem Ansatz vor über 30 Jahren bekam oder annähernd 30 Jahren bekam, als ich den interessanten, exotischen Dr. Cho aus Korea hörte, erstmals in Berlin und dann auch noch einmal in Zürich, wo ich extra hingefahren bin. Und er sprach von der Gemeinschaft, die er pflegt mit dem Heiligen Geist. Und natürlich als ein ambitionierter Pastor, der ich damals gerade geworden war, habe ich meine Ohren sehr gespitzt, weil ich wusste, dieser Mann, der sagt nicht irgendwas Theoretisches, sondern was er sagt, hat Hand und Fuß und seine Wirksamkeiten, seine Gemeinde weisen das aus. Ihr wisst, dass er vom Herrn gebraucht wurde, um dann eine Riesengemeinde von 800.000 Menschen zu bilden, die nicht nur groß, sondern auch richtig stark und kompetent war und die Südkorea verändert hatte. Und die Hauptkraft, die er, der Dr. Cho, dabei am Werk sah, war seine Erfahrung der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und will ich euch sagen, ich saß also dort unter seiner Lehre und er hat entfaltet, dass die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, noch einmal, sie steht, 2. Korinther 13, Vers 13, damit ihr den Bezug von der Schrift habt. Dort wird in aller Kürze zusammengefasst, was die göttliche Dreieinigkeit jeweils an Haupteigenschaft oder Zielsetzung in sich trägt. Es heißt, die Liebe des Vaters sei mit uns. Der Vater ist ein Vater der Liebe. Alles, was er tut, kommt aus Liebe. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit uns. Jesus ist derjenige, der uns Gnade gibt. Er selbst hat die Erlösung erkauft, aber uns gibt er sie kostenlos, gratis weiter. Das ist also Gnade. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes.
griechisch Koinonia. Und diese Koinonia, von der ich auch schon gestern sagte, dass die allermeisten Gläubigen keine Kenntnis davon haben, dass das der Hauptwesenszug und Auftrag des Heiligen Geistes ist und dass es für sie sehr überraschend ist und dass sie nicht darauf kommen würden, wenn sie gefragt würden, was und wer ist der Heilige Geist. Diese Koinonia, diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hat jener Dr. Cho entfaltet. Und er sprach davon, dass sie eine dreifache Gliederung aufweist. Koinonia ist zunächst einmal eine Liebesgemeinschaft. Eine Liebesgemeinschaft in dem Sinne, dass der Heilige Geist uns liebt. Er ist in der Tat nach den Worten der Schrift ein Geist der Liebe. Und an einer anderen Stelle im Römerbrief heißt es, dass die Liebe eine Liebe des Geistes ist. Dieser Heilige Geist, der liebt uns intensiv. Und er bietet sich und seine Gemeinschaft und seine Liebe an, damit wir darunter genesen und verändert werden und auch Liebhaber werden und uns wohlfühlen und dann zu allen möglichen Abenteuern und Schandtaten bereit sind. Na, lieber mal Abenteuer, nicht Schandtaten, bereit sind. Das hat er ausgeführt mit großer Intensität und ich fand das toll und ich war begeistert. Und dann sagt er aber, Koinonia bedeutet noch mehr. Der griechische Begriff Koinonia, also Gemeinschaft, beinhaltet auch Transport oder Vermittlung. Und das war neu für mich. Und das fand ich interessant, aber auch ein bisschen komisch, dass das in dem Wort enthalten sein soll an Bedeutung. Aber er sagt Folgendes: Dieser Heilige Geist wird kaum, dass er da ist und von uns wertgeschätzt wird und empfangen wird, und er sich offenbaren kann als ein liebender Geist, dann mit seinem Lieblingsthema anfangen. Er redet von Jesus und dem Vater. Er vermittelt Jesus und den Vater. Und zwar so, dass wir ihn verstehen können, innerlich erleben können. Nicht nur Worte und Begriffe hören, sondern Innenerfahrung haben. Er führt uns eben in die Wahrheit hinein, in Jesus hinein. Das macht er mit Hingabe. Und das kann er nicht lassen. Und insofern ist seine Anwesenheit und seine Wirksamkeit die Gewähr dafür, dass wir Jesus wirklich kennenlernen, weitaus mehr als je davor. Und er will uns sagen, was er alles getan hat, was er für uns erbracht hat an der Lösung und was er gesagt hat. Und will uns das alles nahebringen. Denn wir haben das interessante Faktum, ihr Lieben, dass wir Christen, die wir ausgestattet sind mit der glorreichsten Botschaft, die es auf diesem Stern gibt, ja, dass wir nicht richtig wissen, was wir alles haben. Die Bibel sagt uns im 1. Korinther 2, Vers 12 umgekehrt, dass wir nicht den Geist der Welt haben, sondern den Geist aus Gott haben, damit wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist. Euch dürfte dieses Wort bekannt sein, aber versucht einmal nachzudenken. Der Hintergrund ist doch der, dass es möglich sein kann, etwas zu haben und nicht zu wissen, dass man es hat, also von daher es gar nicht genießen und anwenden kann und Gebrauch machen kann davon. Und das ist tatsächlich die Situation in der Christenheit. Wir haben die gewaltigsten Geschenke, wir haben eine Riesenerbschaft, wir haben Segnung am Füllen, aber wir wissen es nicht. Bestenfalls haben wir den Wortlaut davon im Kopf, aber das tangiert uns nicht. Und dann sind wir arm und ziemlich arm und haben Mangel an allen Ecken und Enden und in Wirklichkeit sind wir maximal ausgestattet. Und das will der Heilige Geist eben ändern. Er will uns genau sagen, so sagen, dass wir es innen erleben, nicht nur intellektuell, sondern mit unserem Herzen, mit unserer ganzen Person verstehen. Er will uns genau sagen, was wir alles haben, um darüber beglückt zu sein, uns dessen zu erfreuen und auch anzuwenden.